Let's dance in style, let's dance for a while. Ich erinnere mich nur, dass plötzlich ein rothaariger Junge auf dem Garagenhof stand und mitspielen wollte. Das war Dennis. Bis dahin waren wir immer nur zu zweit gewesen. Das ist Dirk, das bin ich, 1981, glaube ich. Und ab dem Tag waren wir eben zu dritt. Unsere allererste Reise zusammen, Dirk, Dennis und ich. Bis ans Meer, so hatten wir uns das vorgestellt. Skateboard fahren, das war für uns wie das graue, langweilige um uns rum, umzuinterpretieren, einen Spielplatz draus zu machen. War unser schöner, geheimnisvoller, hässlicher Betonspielplatz DDR. Für Frieden, für Freundschaft und für antiimperialistische Solidarität. Jedes Mädchen und jeder Junge kann sein Talent frei entfalten. Seid bereit! Zu Hause war das mit den Rollbrettern einfach nur ein Spiel gewesen. Aber hier war das irgendwie anders. Da hast du gemerkt, dass da noch irgendeine Bedeutung mitschwingt. Wir waren eine Attraktion und konntest in den Gesichtern der Leute auch sehen, dass sie nicht wirklich was mit uns anfangen konnten. So war die DDR einfach nicht gestrickt. Die Straße war nicht zum Spielen da. Dennis steckt eine Tonhalle an. Nichts passiert. Pöbelt auf der Straße rum, macht Sachen kaputt. Autos, all die Male, wo wir einfach abgehauen sind. Nichts passiert. Alles, was in meiner Wohnung gelaufen ist, und wir wussten ja, dass man uns durch die Fenster reinglotzt, nichts passiert. Irgendwann musste irgendwas kommen. Die wollten natürlich nicht irgendwen abholen, die wollten natürlich den Chef. Aber wenn ich an meine Kindheit denke, meine Jugend, dann denke ich nicht an DDR oder so. Ich denke an meinen kleinen, bescheuerten Bruder Dennis. Das ist jetzt fast 30 Jahre her. Jetzt ist er nicht mehr da.